Hallo zusammen. Ja, nach getaner Arbeit war ich heute noch etwas unterwegs. Makros wieder mal, natürlich. Und ihr seht meinen Setaufbau hier. Ein Stativ, mit dem man ziemlich weit nach unten kommt. Und obendrauf die Panasonic FZ300. Und momentan ist die Panasonic Nahlinse drauf. Verwendet habe ich heute aber auch noch die Rainox DCM 250. Ja, das war eigentlich nur die Stelle hier. Ihr seht schon, worum es geht. Ich war 2 Stunden eigentlich bloß hier und habe mich nicht mehr bewegt und ein Foto nach dem anderen gemacht. Ich glaube, da sind richtig tolle Sachen rausgekommen und die zeige ich euch jetzt einfach. Ich zeige euch jetzt zuerst mal das Habitat. Und das könnte dem einen oder anderen, der meine Videos anschaut, bekannt vorkommen. Denn hier bin ich öfter nochmal am Abend, weil einfach hier die Sonne noch ewig lang reinscheint. Und alle paar Wochen blüht hier irgendwas Neues. Und in dem Fall ist es die Hundskamille, die hier, ja, Insekten in Massen anzieht. Für Wanzen ganz attraktiv, das ist die Zaunwinde und die, ja, wie der Name sagt, die windet sich hier durch die Hundskamille durch. Ja, und jetzt zeige ich euch einfach mal, was da so alles dran war. Erstaunlich für Oktober. Wahnsinn. Das hier ist die kleine Raubhausfliege, Coenosia tigrina. Eine ganz interessante Fliege, die gehört in die Familie der Muskide, den echten Fliegen. Ja, und die schlabbern halt irgendwo so rum, um sich zu ernähren. Aber die kleine Raubhausfliege ist einer der wenigen Vertreter aus der Familie, die sich Insekten jagen. Und die hier, die hat eindeutig eine Zwergzikade gefangen. Ja, und der kleine Feuerfalter, der war hier ja fast eine Stunde dran, ist von Blüte zu Blüte geflogen und hat sich voll gefressen. Der gehört übrigens in die Schmetterlingsfamilie der Bläulinge, auch wenn seine Farbe so das gar nicht vermuten lässt. Der fliegt noch bis in den November rein. Also teilweise habe ich den Mitte November noch fotografieren können. Kommt halt jetzt ein bisschen aufs Wetter drauf an. Und das hier ist eine gemeine Stiftschwebfliege. Zum Glück ein Männchen. Wenn es ein Weibchen wäre, könnte man die Art nicht bestimmen. Aber bei den Männchen geht das. Ja, woran erkennt man denn jetzt ein Fliegenmännchen? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist mal extra was, ein Thema, das durchaus interessant ist. Und die fliegt im Frühjahr auch und jetzt im Herbst auch noch. Also die kann man fast das ganze Insektenjahr über antreffen. Sie ist nicht selten. Die, ja, findet man häufig. Ja, insgesamt waren da noch viel mehr Insekten da. Ich konnte aber auch nicht alle erwischen. Ja, liegt in der Natur der Sache, ist einfach so. Jeder, der so kleine Motive filmt und fotografiert, der weiß, wie das ist. Hier nebenan gleich, da hing noch eine Eichblattradspinne. Aber ich habe hier noch eine ganze Menge Aufnahmen von Raupenfliegen machen können. Und die zeige ich in Kürze in einem Video. Ich finde, die sind es wert. Also wer Raupenfliegen kennt und vor allem die, die im Herbst jetzt unterwegs sind, die sind fast alle wunderschön gefärbt. Im Frühjahr gibt es auch, ja, gibt es die weniger so schön gefärbt, sondern da sind sie oft etwas schlicht gekleidet. Aber jetzt im Herbst, die sind wirklich wunderschön. Und da mag ich euch ein bisschen was drüber erklären, wie man die zumindest so in die Gattungen einteilen kann oder vielleicht auch die eine oder andere Art bestimmen kann. Und jetzt gibt es noch einen intimen Einblick, wenn ich dann fertig bin mit meinen Aufnahmen. Da sitze ich dann gerne noch auf einer nahegelegenen Bank
und genieße die letzten Sonnenstrahlen und ziehe mir hier draußen gleich, extrahiere sozusagen die Bilder, die ich brauche, aus den Postfokusaufnahmen, die ich gemacht habe. Das macht hier im Freien draußen einfach viel mehr Spaß als drin. Ja, das war's für heute wieder. Danke für euer Interesse, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus.